Also, bevor ich dir jetzt die zwei Tipps gleich gebe, bleib unbedingt dran, wie du mit Vorurteilen umgehen kannst, sage ich dir erstmal, was es mit der Zuhälter-Vergangenheit von mir auf sich hat. Warum ich Deutschland auch verlassen habe, was mit einem Grund ist. Und es sind eigentlich immer die gleichen Punkte, wie du mit allem umgehen kannst. Das haben die Leute auch in dem Porno-Video nicht verstanden. Cecil, warst du früher Zuhälter? Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Also, meine Freunde, ob ich früher in meiner Vergangenheit mal Zuhälter war, erzähle ich später im Video. Jetzt müsst ihr erstmal die Vorgeschichte hören und jetzt müsst ihr erstmal hören, wie ich überhaupt auf dieses Video gekommen bin. Aber bevor ich das sage und bevor ich mit dem Video starte, müsst ihr mir erstmal verraten, hattet ihr in eurem Leben schon mal mit Vorurteilen zu tun? Mit Vorurteilen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr Vorurteilen schon mal ausgesetzt wart oder ob ihr damit zu tun hattet oder schreibt einen kleinen Text oder nur ja oder nein. Möchte ich unbedingt wissen und zwar am besten, jeder, der das Video guckt, soll es reinschreiben, damit ich ja sehe, wie viel Prozent damit zu kämpfen haben, ja oder nein. Dann weiß ich, ob ich vielleicht nochmal ein nächstes Video dazu mache oder nicht. So, das jetzt erstmal unten reinschreiben. Und bevor wir starten noch, am Ende des Videos gebe ich dir zwei Tipps, wie du richtig gut mit Vorurteilen umgehen kannst. Also bleib unbedingt dran. Also, wie komme ich jetzt auf dieses Video? Es ist ganz einfach. Ich habe neulich ein Video gedreht. Drei Gründe, warum dein Freund Pornos guckt. Okay? Das Video hat keiner verstanden. Also, natürlich mein Teamcoach Sessi hat es verstanden. Aber anscheinend hatte ich auch viele neue auf dem Kanal. Auf jeden Fall hat es eigentlich fast keiner verstanden. Das Video hat keiner verstanden, weil es ging nicht um Pornos. Hä? Es ging darum, dass du dein Glück nicht abhängig machen kannst vom Partner. Weil wenn du dein eigenes Glück vom Partner abhängig machst, weil dein Partner ist keine Marionette. Du kannst nicht wissen, was dein Partner jetzt macht, morgen macht, übermorgen macht. Wenn du dein Glück von ihm abhängig machst, du gibst dein Glück in seine Hand, dann, weil er ist keine Marionette, kann es sehr gut sein, dass du auf die Fresse fällst. Wenn du es davon abhängig machst. Wenn du es nicht von ihm abhängig machst, dein Glück, dann hast du die Chance, wirklich stabil glücklich zu bleiben. Okay, also ob er Pornos guckt oder keine Ahnung, egal was macht oder mit seinen Jungs gerne Volleyball spielen geht oder egal was. So, das hat keiner verstanden, das Video, deswegen, okay. Wie komme ich jetzt aber auf dieses Video? Weil ich habe da das erste Mal, glaube ich, diese Funktion Premiere eingerichtet. Okay, das war das erste Mal und ich hatte ja diesen Titel, drei Gründe, warum dein Freund Pornos guckt. Und die Leute haben natürlich erstmal nur dieses Bild gesehen. Und da hatte ich schon, bevor das Video gestartet ist, also das Video war noch gar nicht, es war noch nicht da. Das Video war noch nicht zu sehen, okay? Hatte ich schon 9 oder 10 Dislikes. Hä? Verstehst du? Die Leute haben mir darunter schon Kommentare geschrieben, so lang, schon das Video komplett bewertet, von vorne bis hinten. Komplett bewertet, ne? Und ich so, hä? Ist das Video jetzt doch schon online? Ey, weil ich es nicht glauben, es kann doch nicht sein, dass jemand so krasse Vorurteile über ein Foto hat, okay? Über ein Foto, dass er schon so einen langen Text drunter schreibt und schon Dislike gibt. Hä? Man weiß doch noch gar nicht. Also alleine dieses Porno-Freund im Kopf hat schon so eine Synapse klapsen lassen, dass die Leute schon, es ist schon hier weg. Geht schon nicht. Und das ist so typisch für Vorurteile. Es sind Vorurteile. Wie kann ich ein Foto sehen und schon ein Urteil darüber gefällt haben, obwohl ich das Video noch gar nicht dazu gesehen habe? Wie geht das? Und ich muss leider sagen, das haben wir irgendwie in Deutschland so, das haben wir Deutschen so richtig für uns patentiert, so Vorurteile. Vorurteile sind vom Gehirn her sehr logisch, weil wir müssen Kurzschlüsse ziehen. Also das Gehirn kann nicht über alles immer neu überlegen. Das heißt, das Gehirn will nicht immer bei jeder Sache, die ich sehe, immer neu überlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schlüssel irgendwo ins Schloss stecke, dann muss ich nicht neu überlegen, wie das Zylinder aussieht, sondern ich mache einfach, aha, so, Schlüssel, umdrehen, fertig. Das ist ein Mechanismus. Das ist ein Mechanismus vom Gehirn, was so logisch ist, wie jetzt zum Beispiel, okay, wenn ich dich frage, ja, gibt es mehr Erstliga-Basketballer, die über 2,5 Meter sind oder mehr Banker in Deutschland, die über 2,5 Meter sind? Dann wirst du auch sagen, Was ist das denn für eine dumme Frage? Ey, natürlich mehr Basketballer. Ja, aber Erstligaspieler gibt es nicht so viele. Selbst wenn alle Erstligaspieler, 15 Mannschaften,
über 2,5 wären, gibt es trotzdem viel mehr Banker. Und im Durchschnitt sind die Banker vielleicht kleiner, aber es wird immer viel mehr, von keine Ahnung, 500.000 Menschen wird es mehr 2,5 Meter große geben. Das heißt, das Vorurteil ist, Basketballer groß, okay? Glatze, tolles Autofahren, Zuhälter oder irgendwie kriminell, okay? Das sind immer so Abkürzungen. Und ich wurde mit diesen Abkürzungen in meinem Leben so oft konfrontiert. Komme ich gleich zu. Ich erzähle gleich nochmal Stories. Jetzt erzähle ich erstmal, warum ich Deutschland auch verlassen habe, was mit einem Grund ist. Genau. Das ist ein Grund, warum ich auch Deutschland verlassen habe. Wegen diesen Vorurteilen. Okay, fangen wir vorne an. Meine Kunden, wenn ich das meinen Kunden erzähle, dann glauben die es nicht, weil die sagen, Cecil, also bei dir kann es ja wohl gar keine Vorurteile geben, weil du kannst dich super artikulieren, hast richtig gutes Benehmen, da kann man doch gar keine Vorurteile haben. Also meine Kunden verstehen das immer nicht, wenn ich die Storys erzähle. Aber Leute mit Migrationshintergrund sagen immer gleich, gibt's ja nicht. Ey, genau das, was du beschreibst, habe ich 1:1 genauso. Ey, das gibt's doch nicht. So, also schreibt mal rein unten, ob ihr solche Erfahrungen auch schon mal gemacht habt oder nicht. Schreibt mal unbedingt rein, mach Pause kurz, schreib rein, interessiert mich wirklich. Was ist die Vorgeschichte, bevor ich gleich zu meiner Zuhälter-Vergangenheit komme? Was ist die Vorgeschichte? Ich fühle mich nicht wohl in einem Bereich, wenn ich angeguckt werde als, dieser Typ irgendwie mit Glatze und dann kommt er hier, fährt so ein Auto, ist bestimmt ein Krimineller und so. Ich werde anders angeguckt. Wenn ich in Hamburg am Neuen Wall bei Louis Vuitton reingehe und vorher sind 20 Leute reinmarschiert und der Türaufhalter macht allen vorher die Tür auf, außer mir. Kein Spaß. Es ist wirklich so, der macht allen die Tür auf, außer mir. Die Leute werden gut bedient und wenn ich reinkomme und sagen wir, ich will da im schicken Laden was kaufen, gucken die mich so an, als wenn ich ein Arsch bin. Es ist wirklich so, es ist krass. Wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, in ein gehobenes Restaurant, in einer Gesellschaft, wo halt fast keiner eine Glatze hat und dunkel auch noch ist, dann gucken die alle so von oben nach unten, so was will der denn hier? Schreibt mal rein, ob ihr solche Erfahrungen auch gemacht habt oder ob ihr überhaupt nicht wisst, was ich meine. Das sind so diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und da gibt es tausend Beispiele. Ich will nicht tausend Beispiele nennen, aber da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Das ist der Grund, warum ich auf St. Pauli aufgewachsen bin und auch immer da geblieben bin. Also ich habe nur einmal woanders gewohnt, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich bin immer auf den Kiez zurück, weil Kiez ist Multikulti. Da wird man nicht doof angeguckt. Da kannst du normal lang gehen. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch in Städten wohlgefühlt, wo es Multikulti ist. Also zum Beispiel, ich habe Amsterdam geliebt, alles durcheinander. Alle Nationalitäten, kein Problem. Ich habe New York geliebt. Ey, New York, da gehst du in die teuersten Läden. Egal wie du aussiehst, mit Turnschuhen, mit Jogginganzug, ist völlig egal. Keiner bewertet dich. Du kommst rein, hallo, ich habe da in New York einen gesehen, im teuren Klamottenladen, also war wirklich ein guter Laden. Der ist reingekommen im Winter in Badelatschen. Okay, war ein Farbiger in Badelatschen, so richtig auf Assi reingekommen. In Deutschland wäre der rausgeflogen, wenn der bei Louis Vuitton am Neuen Wall in Hamburg reingegangen. Die hätten ihn rausgeschmissen. Kein Spaß, die hätten ihn wirklich rausgeschmissen, weil mit Badelatschen auf Assi, was kommt der hier rein? Da in dem Laden haben die ihn begrüßt wie jeden anderen, er wollte Jacken anprobieren und er hat dann Jacken danach, er war danach genau neben mir an der Kasse und ich habe ihn noch gefragt, hey, ist nicht kalt an den Füßen und so, er so, nee, ist alles cool und so, ich so, alles klar, voll cool und hat dann seine Jacken da drauf geschmissen, ne? Und er hatte 3 Jacken und jede Jacke hat 2000 Dollar gekostet und hat er irgendwie noch so 2 Shirts oder so und noch irgendwas anderes und hat eine Rechnung, habe ich gesehen, ich habe natürlich geluschert, von 7500 Dollar und das war irgendwie an einem Wochentag Mittag. Ich habe zum Beispiel auch in Deutschland, als ich mein erstes Auto geleast habe, ich meine, ich bin Personal Trainer und in meinem Beruf sehr erfolgreich gewesen. Ich bin im Jogginganzug bei BMW reinspaziert und wollte ein Auto leasen. Meinst du, jemand hat mich bedient? Die haben mich angeguckt, haben weggeguckt. Ich stand da, ich wollte eine Beratung haben, die sind nicht gekommen. Dann sind andere in der Zwischenzeit reingekommen, da haben die sofort die begrüßt, hallo, können wir Ihnen helfen? Und so. Ich stand da, ich dachte, ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Weil ich jetzt hier mit einer Glatze stehe und mit einem Jogginganzug, deswegen? Ist das dein Ernst? So, und dann habe ich mich natürlich beschwert, habe gesagt, sagen Sie mal, in diesem Laden wird man nicht bedient, wenn man einen Jogginganzug trägt oder wie sieht das hier bei Ihnen aus? Oder liegt es an meiner Glatze? Was ist es jetzt genau? Ist es mein Jogginganzug oder ist es die Glatze? Weil ich wusste, dass diese Person mich schon 5-mal gesehen hat und immer weggeguckt hat, habe ich genau die Person darauf angesprochen. Und das war natürlich für die Person so. Nein, damit hat es doch überhaupt gar nichts zu tun. Ich rufe sofort einen Berater. Ja, alles klar, damit hat es nichts zu tun. Weil wenn man die Leute dann so direkt darauf anspricht, dann nein, dann haben die natürlich nichts mehr damit zu tun. Aber mich fragen, ob ich oft auch Deutsch spreche beim Handschütteln, weißt du so. Oder ey, sie sprechen ja wirklich gutes Deutsch. Dann sage ich ja, wenn ich in Deutschland geboren bin, dann sollte ich gutes Deutsch sprechen. So, weißt du. Okay, das ist auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich Deutschland verlassen habe.
In Dubai ist alles Multikulti. Keiner guckt dich an. Du kannst in den öffentlichen Toiletten, kannst du dein Gesicht waschen, alles Glatze waschen, dann mit dem Handtücher nehmen, alles sauber machen. Keiner guckt dich an. Mach das mal in Deutschland. Mach das mal. Mach das mal. Die kriegen neben dir die Krise. Oh. Dein Kopf hast du jetzt auch gewaschen? Oh. Ich habe die Erfahrung schon 20.000 Mal gemacht, deswegen weiß ich es. Hier mache ich es jedes Mal, wenn ich hier öffentliche Toiletten, immer Gesicht, Glatze polieren, einmal so, keiner guckt. Scheißegal, keiner guckt. Das ist normal. Das heißt, ein großer Teil, warum ich Deutschland verlassen habe, sind diese krassen Vorurteile, die da leider herrschen. Also, bevor ich dir jetzt die zwei Tipps gleich gebe, bleib unbedingt dran, wie du mit Vorurteilen umgehen kannst, sage ich dir erstmal, was es mit der Zuhälter-Vergangenheit von mir auf sich hat. Ja, ganz coole Musik hier in der Disco. Hey, wie geht's dir? Mein Name ist Sassy. Hi, wie geht's? Bist du öfter hier? Sag mal, bist du Zuhälter? Bist du Prostituierte? Willst du für mich arbeiten? Ey, seh ich aus wie eine Nutte oder was? Sehe ich aus wie ein Zuhälter oder was? Diese Story, vielleicht glaubt ihr mir nicht, okay? Wenn ich in einem Club bin und jetzt anders gekleidet bin als so und eine Glatze habe und da so stehe, vielleicht wirklich anders als auf YouTube, okay? Vielleicht kennt ihr von YouTube, lustig, vielleicht wirklich da anders. Aber wahrscheinlich glaubt ihr mir nicht, oder ich sag's ja jetzt, also glaubt ihr mir vielleicht doch, diese Situation habe ich in meinem Leben 300 Mal gehabt. Wenn ich draußen unterwegs bin, gerade wenn ich irgendwie noch jung gute Autos fahre, weil ich habe immer gut Geld verdient, weil ich immer gearbeitet habe, so mein Leben lang. Das heißt, ich fahre ein gutes Auto und steige irgendwo aus und habe eine Glatze und bin auch noch braun und dann werde ich für einen Zuhälter gehalten. Und zwar immer, überall. Tja, so ist es wirklich. Also wenn ich draußen rumgegangen bin, ich wurde schon 300 Mal gefragt, im Club erst recht, von Mädels bis zu Zuhälter. Wirklich 1000 Mal. Das heißt, die haben immer mich gesehen, okay, ein bisschen trainiert, Glatze, auch noch braun gebrannt, muss ein Zuhälter sein. Das war die Verknüpfung. Glatze gleich Zuhälter. Dann noch gutes Auto dazu, doppelt Zuhälter. Das war die Verlinkung. Und jetzt besprechen wir zwei Punkte, wie du damit umgehen kannst. Und es sind eigentlich immer die gleichen Punkte, wie du mit allem umgehen kannst. Das haben die Leute auch in dem Porno-Video nicht verstanden. Es gibt immer zwei Punkte. Und der erste Punkt ist immer bei allem, der erste Punkt bei allem, womit du entweder klarkommst oder nicht klarkommst, ist versuchen, damit klarzukommen. Das ist der erste Punkt. Wenn du was siehst und dir gefällt es nicht, versuch das Gute daran zu sehen. Versuch aus der Situation das Beste herauszusehen. Wo ist dein Fokus? Weil an jedem Schlechten gibt es auch was Gutes. Es gibt auch gute Sachen daran, dass Leute mich als Zuhälter wahrnehmen. Und die muss ich dann herausfinden. Warum könnte es cool sein, wie ein Zuhälter auszusehen? Warum könnte das cool sein? So, oder wir finden an allem Positiven was Negatives und an allem Negativen auch was Positives. Weil sonst hätte jemand wie Hitler auch zum Beispiel keine Anhänger. Ich meine, wie kann man Hitler sympathisch finden, okay? Aber der hatte doch viele Anhänger, weil die die guten Sachen gesehen haben. Wo ist der Fokus? Wo ist mein Fokus, wenn ich meine Arbeit hasse? Okay, ich hasse meinen Chef, ich hasse alles. Aber trotzdem gibt es auch gute Sachen. Vielleicht habe ich dadurch meine Miete bezahlt. Vielleicht habe ich eine Arbeitskollegin, die ist nett. Vielleicht habe ich, es gibt 1000 gute Sachen, aber es gibt auch 1000 schlechte Sachen. Bei allem. Also der erste Punkt ist immer, kann ich meinen Fokus bei dem auf das Gute setzen? Weil das Dümmste, was man überhaupt machen kann, ist, seinen Job zu hassen und ein Leben lang dahin zu gehen. Das ist das Dümmste von allem. Das ist wirklich das Dümmste. Das heißt, die erste Möglichkeit ist immer, es anders zu sehen. Und ich meine jetzt nicht so, wie manche dann wieder so falsch verstehen. Ja, aber wenn ich das nur akzeptiere, wie der Partner ist, und aber nee, das tut mir ja dann auch nicht gut, ne, Cecil? Anders sehen heißt nicht, ich toleriere es, das haben die auch keiner hat's beim Pornovideo verstanden, nicht tolerieren. Ich meine nicht tolerieren. Ich meine es genauso zu sehen, wie es der andere sieht. Du kannst dich in einen Film hineinversetzen, wo James Bond auf dem Weg aus dem Haus raus 50 Familienväter vielleicht umbringt. Und du sagst, oh geil, ey. Gut, bring noch einen um. Ist gut. So, da kannst du dich reinversetzen im Film, ohne Probleme, andere Menschen umzubringen. Aber du kannst dich nicht in deinen Freund reinversetzen, wie er die Situation sieht. Verstehst du?
wenn du die Situation genauso siehst wie dein Freund, dann ist das Thema durch. Das ist der Ursprung. Ich spreche immer vom Ursprung. Nicht irgendwas zu tolerieren und dann so, nein. Entweder damit klarzukommen, den Fokus anders zu setzen oder es genauso zu sehen. Weil dann ist das Problem weg. Weil ein Streit heißt ja immer, der eine denkt A, der andere denkt B. Wenn der von B auf einmal auch A denkt, dann ist der Streit weg. Dann gibt es auch nicht mehr sauer zu sein, weil ihr seid euch einig. Ja, A ist ja A. In den anderen hineinversetzen. Okay, das schaffen wieder 0,5% und alle verstehen wieder nicht, was ich meine. Wenn du aber verstehst, was ich meine damit, weil ich versuche schon so gut zu erklären, wie ich kann, dann schreib unten rein, ja, Sessi, natürlich verstehe ich, was du meinst. Es zu verstehen und es nicht umsetzen zu können, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist Training, das ist mentales Training, das geht nicht von heute auf morgen. Aber es zu verstehen ist nicht schwer, eigentlich, denke ich. Also ich kann es nicht besser erklären als jetzt. So, und was ist der zweite Punkt, wie man damit umgeht? Aus der Situation rausgehen. Das heißt, wenn dein Freund von morgens bis abends Pornos guckt und du kannst einfach nicht damit umgehen, weil du die ganze Zeit denkst, dass der Mann denkt, dass der Mann irgendwas denkt, was er sowieso nicht denkt. Okay? Sagen wir mal, du kannst nicht damit umgehen. Okay? Und du hast es versucht. Du hast versucht, dich in seine Lage zu stellen, aber du schaffst es einfach nicht. Dann trenn dich. Verstehst du? Wenn ich ein Problem damit habe, in Deutschland diesen Vorurteilen ausgesetzt zu sein, dann kann ich entweder versuchen, gut damit umzugehen, was ich auch gemacht habe, jahrelang, weil deswegen, ich war ja auch nicht unglücklich in Deutschland. Also ich saß ja nicht so in der Ecke, oh Mann, alle hassen mich, Rassismus. So. Nein, das war ja nicht so. Ich habe das dann immer direkt angesprochen. Aber es gibt ja immer Situationen, die sind auch schöner. Also natürlich kann ich mir in einem Gefängnis vorstellen, dass es hier sehr schön ist. Kann ich. Und da muss ich mental stark sein, weil du bist ja eh im Gefängnis, du kommst da nicht raus. Deswegen hast du da nur eine Möglichkeit, du musst es dir schön vorstellen. Aber wenn du nicht im Gefängnis bist, und du bist irgendwo in Dubai, lebst du am Strand bei 25, 30 Grad das ganze Jahr lang. Das ist ja eine schönere Situation als im Gefängnis. Deswegen kann ich doch in eine schönere Situation reingehen. Das eine widerspricht dem anderen nicht. Und das verstehen so viele nicht, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Wenn du in einer Situation bist, du hast deine Arbeit, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du siehst das Beste daran und du versuchst anders darüber zu denken. Wenn du es nicht schaffst, dann die zweite Möglichkeit, kündige den Job. Wenn du eine Beziehung hast, ist es überall das Gleiche. Egal was, ist es das Gleiche. Erstens, versuch das anders zu sehen und den Fokus anders zu setzen. Wenn du das nicht schaffst, es funktioniert, aber wenn du es nicht schaffst, befreie dich aus der Situation. Und deswegen ist die zweite Möglichkeit, aus der Situation raus und deswegen bin ich in Dubai. Ich habe diese Situation nicht mehr. Ich habe keine gestressten Menschen. Ich bin seit 2,5 Monaten lebe ich jetzt hier. Ich habe noch nicht einmal mitbekommen, dass jemand gestresst war. Doch, einmal. Folgt mir unbedingt auf Instagram, da siehst du meine Stories den ganzen Tag, was so passiert. Ich habe einmal wieder jemand an der Kasse hinter mir gehabt. Ich stand hier und das war ungefähr so. Ja, geht das denn auch noch schneller hier? Und ich gucke nach hinten, waren Deutsche. Ich dachte nur so, oh Mann ey, warum muss man an der Kasse so drängeln? Das hatte ich in 2,5 Monaten nur eine Situation, wo von hinten so jemand genervt hat und gedrängt, waren Deutsche. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass alle Deutschen auf der Welt gestresst sind, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So dieses tägliche Gestresstsein. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf, in dieser Umgebung zu sein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt, wo ich hier bin, mache ich das Beste draus. Ich habe immer das Beste draus gemacht. Aber ich habe schon, seitdem ich das erste Mal in den USA war mit 16 und dann habe ich mit dem Basketball ja auch woanders in anderen Ländern in Europa schon gelebt und gespielt, habe ich immer, als ich nach Deutschland zurück, habe ich immer gedacht, boah, nein, ich fühle mich da nicht wohl. Das ist zu viel Stress, zu viel, die Leute sind zu gestresst, zu anstrengend. Ich will da raus. So, und jetzt bin ich raus und es geht mir natürlich viel, viel besser. Deswegen kann ich euch immer nur die beiden Tipps geben. Entweder seht es anders oder aus der Situation raus. Vielleicht, wenn ihr jetzt von diesem Video auf das Porno-Video guckt, kommt, dann werdet ihr es wahrscheinlich richtig verstehen, weil ich es jetzt hier nochmal halb erklärt habe. Und genau, das war es erstmal für dieses Video, meine Freunde. Also, wenn ihr euch coachen lassen wollt, natürlich, die neue Free-Tour ist online. Kein Abo, kein gar nichts. Meldet euch unbedingt in der Free-Tour an, im Maximum-Prinzip. Nach 7 Tagen passiert keine Verlängerung, nichts. Ihr werdet einfach nach 7 Tagen rausgeschmissen. Meldet euch unbedingt in der Free-Tour an und bis bald, euer Coach. Sissi. Are you listening? Damn.